Hallo YouTube und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, das hier soll ein erstes Video aus einer Reihe von Videos sein, die demnächst kommen oder die ich machen möchte. Sagen wir so, und zwar soll das ein, ja, ich nenne es mal After-Race-Talk sein. Das heißt, nach jedem MotoGP-Rennen möchte ich hier so ein kleines Video machen, in dem ich einfach ein bisschen darüber erzähle, was mir aufgefallen ist, wie das Rennen verlaufen ist, ob es irgendwas gab, was halt zu erzählen gibt. Ja, und eine Besonderheit, im Hintergrund wird es immer ein Gameplay geben mit meinem persönlichen Fahrer des Tages. Also Man of the Match, wie ihr seht im Hintergrund. Heute ist das der gute Aleix Espargaró auf seiner Aprilia. Das heißt, er ist heute Man of the Match, das heißt im letzten Rennen, also das erste Rennen Katar jetzt, hat er mich am meisten beeindruckt. Und ich denke mal, das ist auch berechtigt. Aber ich sag mal so, da gehen wir später doch mal noch rein. Ja, also das erste Rennen ist vorbei. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Klarheit über Kräfteverhältnisse und so weiter. Aber ich möchte jetzt zunächst noch mal ein kleines Statement dazu abgeben, was mir echt negativ aufgefallen ist, und zwar in Bezug auf Fans. Und zwar, das Rennen wurde ja verschoben. Also es gab ja ein paar Minuten Verzögerung beim Rennstart aufgrund von Regen. Jetzt war das nur ein bisschen Nieselregen. Und man hat aber in den sozialen Medien mitbekommen, wie viele, viele Leute sich darüber beschwert haben, warum denn die MotoGP bei so ein bisschen Nieselregen jetzt auf einmal den Start verzögert. Das ist ja nur ein bisschen Nieselregen. Das wären ja Formel 1 Verhältnisse, was weiß ich. Ich sag mal so, in der Formel 1 ist das ja wirklich schon mal aufgefallen, dass die in letzter Zeit, sag ich mal, bei ein paar Tropfen nicht mehr fahren oder Safety Car Start machen oder so. Allerdings muss man dabei beachten, das sind Autos. Wir sind hier auf Motorrädern unterwegs. Und da ist das Ganze natürlich ein bisschen anders. Ich sag mal so, ich wäre da jetzt ein Platzregen gekommen und wäre die Strecke wirklich unter Wasser, weißt, unter Wasser gestanden, aber wäre es wirklich richtig nass gewesen, dann wäre es alles überhaupt kein Problem gewesen. Weil dann kann der Fahrer sich darauf einstellen. Dann geht man generell mit dem Regenmotor, also mit Regenreifen und Regensetup an den Start. Und dann weiß man halt auch vorher, auf was man sich einstellen muss. Wenn es jetzt allerdings nur ein bisschen nieselt und vielleicht auch noch nicht mal auf der kompletten Strecke, sondern nur hier mal eine Kurve und da mal eine Kurve, dann hat man natürlich ein Problem. Da kann sich nämlich der Fahrer nicht drauf einstellen. Die fahren jetzt los, sagen wir mal, und die ersten paar Kurven sehen gut aus soweit und die gehen relativ ans Limit. Dann kommt allerdings eine Kurve, da ist es ein bisschen nasser als vorher. Und dann haben wir nämlich den Salat. Dann liegen nämlich die ersten 10 Leute, die da reinfahren mit Vollspeed, liegen dann auf der Nase. Ja, das passiert bei der Formel 1 nicht. Deswegen, eigentlich müsste es umgekehrt sein. Die Formel 1 müsste eigentlich immer fahren und die MotoGP müsste immer sofort abbrechen, sobald es ein bisschen regnet. Machen sie ja auch. Auf jeden Fall, deswegen denke ich mal, ist dieser Rennstart, also diese Verzögerung beim Rennstart, völlig gerechtfertigt. Das kann ich hundertprozentig verstehen. Und wie gesagt, die meisten Fans sollten vielleicht mal drüber nachdenken, warum man das macht und was man den Fahrern da antut, wenn man die auf so eine leicht nasse, vielleicht hier mal da ein bisschen nasse Strecke rauslässt. Das also, ja. Okay, da war das nur am Rande. Dann wollen wir mal aufs Rennen eingehen. Ja, Rennstart, sagen wir mal so, alle gut weggekommen. Sah sehr gut aus. Und dann natürlich, was ultra krass war, die Johann Sarko Show. Also der hat ja losgelegt wie ein D-Zug. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Ich sag mal, er als MotoGP-Rookie, die erste Saison hier auf einem Nicht-Top-Motor, sagen wir mal so, ne? Also die Tech 3 ist ja natürlich ein gutes Motorrad, aber es ist ein Satellite-Bike. Das heißt, es ist weder werksunterstützt noch wirklich up-to-date. Die haben nicht die 2017er, ja, ich weiß nicht, inwieweit da 2017er Spezifikation ist. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der Junge legt da einen Ritt hin in den ersten Runden, ne? Kann sich sogar absetzen. Man hat echt kurzzeitig gedacht, wenn er das jetzt durchzieht, ne? Auch wenn er den soften Hinterreifen hatte, was die meisten nicht hatten. Das heißt, er wäre wahrscheinlich sogar am Ende des Rennens ein bisschen in die Bredouille gekommen. Aber hätte er das durchgehalten, das wäre die Ultrast-Sensation gewesen. Ja, dann, ich glaube in, ich weiß nicht, Runde 4, Runde 5 oder so, stürzt er leider schon.
Nachher im, ich glaube, es war kein Interview mit ihm selbst, sondern ein Teammitglied hat gesagt, er hat gerade in dieser Runde angefangen, ein bisschen Tempo rauszunehmen oder ein bisschen weniger aggressiv zu fahren. Und da sieht man wieder, das ist sehr gefährlich. Weil, ja, dann Kurve 1, Kurve 2 war es, glaube ich, direkt. Fährt er da ein bisschen eine andere Linie, vielleicht ist nicht mehr so hundertprozentig konzentriert und kriegt er den Vorderradrutscher. Greift zu aggressiv in die Vorderradbremse, das Vorderrad bleibt kurz stehen und er hat keinen Grip mehr und liegt auf der Nase. Ja, sehr, 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 sehr schade. Also ich hätte es ihm wirklich gegönnt, wenn er jetzt vielleicht noch nicht gewonnen hätte, aber zumindest auf den ersten Plätzen reingekommen wäre. Ja, damit Statement zu Sarko. Ja, sein Teamkollege Jonas Folger, dazu auch ein Wort. Den hatte ich ja eigentlich sogar mehr auf dem Schirm als Sarko. Weil in sämtlichen Tests war ja Folger immer sehr weit vorne. Und ja, nach dem Start sah es erstmal nicht so aus, als würde er ein gutes Rennen haben. Ich glaube, er ist von 10 gestartet, 12, irgendwie so um den Dreh. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall nach dem Start und in den ersten Runden lag er auf 18, glaube ich. Hat den Start also total verpatzt und hat direkt oder ist direkt fast ans Ende des Feldes zurückgefallen. Und ja, allerdings hat er dann innerhalb des Rennens, also innerhalb der Renndistanz, wirklich kontinuierlich sich nach vorne gearbeitet. Und hat letztendlich, war kurzzeitig so auf dem 9. Platz, hat also 9 Fahrer wieder überholt, was ja auch schon mal eine Leistung ist, ne? Eine MotoGP-Bike in ihrem ersten MotoGP-Rennen überholt er 9 Leute. Letztendlich hat er, glaube ich, einen Platz an Alex Rins wieder verloren und ist damit 10. geworden. Aber ich finde, fürs erste Rennen kann man da echt überhaupt nichts sagen. Bin ich echt gespannt, wie das so in den nächsten Rennen aussieht. Ob er das wiederholen kann oder vielleicht so noch besser machen kann. Im Interview später hat er, glaube ich, sogar gesagt, Platz 6 wäre drin gewesen. Vom Tempo her, von der Race Pace. Allerdings wäre er am Anfang ein bisschen zu, also nicht aggressiv genug gefahren, sondern hat eher so ein bisschen abgewartet und ja, es waren natürlich auch schwierige Bedingungen, der Rennstart wurde verschoben, man wusste nicht genau, wie sind die Bedingungen draußen. Also ich mache ihm da keinen Vorwurf, war ein super Rennen. So, was haben wir dann noch? Ja, zunächst sah es ja im Rennen wirklich aus, als nachdem Sarko jetzt gestürzt war, sah es ja so aus, als würde der Sieg auf jeden Fall an Andrea Dovizioso, Andrea Iannone oder Marc Marquez gehen. Weil die drei waren ja in einem Pack vorne und es sah so wirklich so aus, als könnten die wegfahren. Auch vor den beiden, von den beiden Yamahas, die dahinter waren. Da kommen wir gleich noch drauf. Ist letztendlich nicht so gekommen. Andrea Iannone gestürzt auf der Suzuki im ersten Rennen. Das war sehr vielversprechend. Die Jungs von Suzuki haben sich da, glaube ich, einiges erwartet von ihm. Leider stürzt er. Wollen wir hoffen, dass es ihm im nächsten Rennen besser ergeht, weil ich denke mal, der kann wirklich was. Oder der kann wirklich noch gute Ergebnisse erreichen und auch gut vorne mitfahren, vor allem auf der Suzuki. Weil man sieht ja auch Alex Rins, der letztendlich 9. geworden ist, auch als Rookie, noch nie in der MotoGP vorher gefahren, hat die Suzuki wirklich gut im Griff gehabt und konnte damit schon ganz gut nach vorne fahren. Ja, und auch Marc Marquez hat es nicht wirklich gepackt, da vorne dran zu bleiben. Am Anfang sah es ja noch so aus, als könnte er da gut mitfahren. Am Ende allerdings musste er wirklich abreißen lassen, nachdem er dann von den beiden Yamahas überholt wurde. Und letztendlich ist er, glaube ich, nur 1-2 Sekunden vor seinem Teamkollege Pedrosa ins Ziel gekommen. Also auch. Na, Honda ist nicht ganz auf dem Punkt, sagen wir mal so. Da ist man von Marquez sonst anderes gewohnt, wenn er dann ein besseres Motorrad hat. Was haben wir noch? Ja, Yamaha, genau. Eine Riesenüberraschung natürlich, Rossi. Also, dass Vinales vorne mitfahren würde und auch der Sieg ist natürlich grandios gelaufen für ihn, das erste Rennen. Direkt von Suzuki zu Yamaha gehen und direkt gewinnen. Das ist natürlich super für ihn. Aber was mich sehr beeindruckt hat, war Rossis Pace. Da hatte man ja vorher nicht so wirklich das Gefühl, dass der in der Lage ist, wirklich vorne reinzufahren. Letztendlich hat er es doch geschafft und ist auf dem 3. Platz gelandet. 2 Plätze hinter seinem Teamkollegen.
sehr unerwartet für mich. Nachher in der Pressekonferenz oder im Interview, ich weiß gar nicht, hat er gesagt, dass das im Grunde nur möglich war, weil er das erste Mal Vinales die ganze Zeit vor sich hatte. Ich schätze mal, er hat sich dann einfach an ihm orientiert und hat es irgendwie geschafft, seine Pace der von Vinales anzugleichen. Am Ende hat er ein bisschen abreißen lassen, aber er sagt selber, das hat er im Grunde nur gemacht, um den dritten Platz mit nach Hause zu nehmen. Er hätte jetzt noch mehr geben können und hätte jetzt noch auf mehr Risiko gehen können, macht aber natürlich keinen Sinn. Tja, und auch da Andrea Dovizioso. Das ist jetzt auch keine große Überraschung, das habe ich mir schon gedacht. Was allerdings eine Überraschung ist, ist sein Teamkollege. Und ihr seht schon, ich muss ein wenig grinsen, weil ich bin jetzt nicht der größte Jorge Lorenzo-Fan. Aber er ist auf jeden Fall ja der Loser des Rennens, sage ich mal. Kommt, glaube ich, auf 12 oder 13, ich weiß es gar nicht. Frag mich nicht, Platz ins Ziel. Aber das Krasse ist, 20 Sekunden hinter der Spitze. Das heißt, sein Teamkollege hat ihm einfach mal, also Dovizioso hat Lorenzo einfach mal 20 Sekunden abgenommen. Und das sind schon Welten. Ich habe es mir vorher gedacht, dass es so kommen wird, aber das wird sehr interessant diese Saison. Ja, und dann jetzt kurz Aleix Espargaró. Hier sehen wir sein Gameplay im Hintergrund. Sind doch gleich schon im Ziel, das ist schon die letzte Runde. Aber er hat natürlich auch eine riesen Überraschung hier. Fährt auf den 6. Platz mit der Aprilia. Da hat natürlich auch niemand mit gerechnet. Man hat ja schon im Warm-Up gesehen, die sind sehr stark auf einmal. Und er fährt damit auf 6. Wohingegen Lowe's, sein Teamkollege, ich denke mal, er braucht noch ein bisschen Zeit. Oder vielleicht war da auch ein Problem. Fährt auf jeden Fall irgendwo auf 19 oder 20 ins Ziel. Ja, und deswegen denke ich mal, Platz 6 mit der Aprilia ist für mich auf jeden Fall Man of the Match. Und deswegen hat er auch heute hier dieses Gameplay gewonnen. Und da sind wir auch schon im Ziel. Ja, das war's im Grunde. Habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen? Das waren im Grunde so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Und ja, genau, im Nachhinein hat er noch gesagt, die Aprilia hat eine sehr gute Race Pace. Das, was sie jetzt noch finden müssen, ist die Speed im Qualifying. Und das stimmt, denke ich mal, dann wird es noch viel krasser, wenn sie im Qualifying auch noch gut sind. Ja gut, hier im Gameplay sind wir nur 12. geworden, aber ich sag mal so, in echt ist er 6. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann jetzt auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne eine Bewertung. Und ich würde sagen, wir sehen uns in dieser Serie hier nach dem nächsten MotoGP-Rennen in Argentinien. Also bis dann, tschüss.